Sehr freundlich. Einen wunderschönen guten Abend hier im Goethe-Sender. Und ich bin glücklich, heute mit einer sensationellen Erfolgsmeldung beginnen zu können, was zum einen den Standort Deutschland trifft, der sicherer ist, als man je glaubt, und zum zweiten wieder mal eine Frau in den Mittelpunkt stellt, über die oft und oft an dieser Stelle gesprochen wurde. Und ich will es nicht abstreiten. Ja? Wir haben vereinzelt mal einen Scherz über sie gemacht, aber es war alles getragen auf dem Tenor, auf dem Humus der Bewunderung. Sie wissen, von dem ich spreche, Susanne Stanke. Ja. Hooray for Hollywood! Ich sage das mal für euch zu Hause, ihr verwöhnten kleinen Ludern. Ja? Ihr kleinen Dinger, die ihr noch bei Mutti wohnt und euch die Wurstbrote samstags zum Bad in die Wanne bringen lasst, ja? Anstatt dass ihr mal guckt, dass ihr einen Mann kriegt, normal werdet, heiratet und mit 35 aus dem Haus geht. Das musste mal sein. Nehmt euch mal ein Beispiel an Susanne Stanke. Vor wenigen Tagen, man weiß es ja nicht, mit dem Jetlag, Zeitverschiebung, Los Angeles, Hollywood, roter Teppich. Steigt in die Maschine. Hello, first class, please. Hoffe ich. Oder muss man bei ProSieben hinten sitzen mit Knie unterm Kinn? Nein. First class, Schlafbrille auf. 8 Stunden Flug, Frankfurt Landung. Geht eine Frau wie Susanne Stanke dann erstmal nach Hause und macht 3, 4 Tage Urlaub? Nein. Frankfurt Airport, hello Taxi, nein, hello Driver, hello Postkutsche, bring me to the Messegelände, please. Susanne Stanke geht unmittelbar vom Flughafen zum Messegelände und moderiert auf der großen, weltberühmten Sanitärmesse. Ja, kein Scherz, sondern Höchstleistung. Auf der großen Sanitärmesse in Frankfurt eine sensationelle Neuigkeit. Und ich muss sagen, schade, dass Goethe kürzlich gestorben ist. Denn wenn er das noch erlebt hätte, meine Damen und Herren, die Präsentation des ersten Stehpissoirs für Frauen. Ja. Das erste Stehpissoir für Frauen. Und wie heißt das? Sie wissen ja, diese Toiletten haben immer Namen. Ole oder Björn oder Ludmilla oder weiß ich was. Wie heißt das Stehpissoir für Frauen? Lady P. Susanne Stanke proudly presents Lady P. I'm still standing. Das ist doch großartig. Einfach. Leistung. Ja. Und Sie werden es ahnen. Eine Firma, die so etwas Tolles herstellt wie das erste Stehpissoir für Damen, Lady P, die sucht sich sehr genau aus, wer dieses Produkt vor Millionen von Messebesuchern präsentiert. Und die Firma hat gesagt, wörtlich, Susanne Stanke ist dem Produkt genau adäquat, trendgerecht und innovativ. Ja, das ist richtig. Sie haben recht. Es ist für Susanne Stanke die erste Rolle. 250 Blatt, 4 lag ich. Ich finde auch, also nach der Kündigung bei der Tagesschau, jetzt endlich mal wieder ein Job im Sitzen. Ja. Haben Sie gesehen, wie das aussieht? Das ist das Foto. So sieht dieses... ja. Lady P. Lady P. Das ist aus dem Werbung. Ich finde, es hat was. Ich empfinde es als sehr sexy. Wirklich wahr. Ich muss natürlich sagen, ich finde es eigentlich nur sexy, wenn die Frau so gebaut ist, dass man das Pissoir noch sieht. Und es soll angeblich zur Irritation gekommen sein, denn Susanne Stanke stand auf diesem großen Messestand und sagte mit einer Klobürste in der Hand, ich danke allen, die mir hierher geholfen haben. Thank you, I'm so happy, God bless you. Tumulto in my body! Es war wirklich
eigentlich leichter für die Sanitärindustrie, ein Stehpissoir für Damen zu erfinden, als Männern klarzumachen, setzt euch doch bitte. Oder? Und ich sage, meine sehr verehrten Damen, liebe Frauen, okay, jetzt können auch Sie im Stehen Wasser lassen. Ja? Aber was Sie nicht können, das ist gleichzeitig die Stirn an die Kacheln. Stirn an die Kacheln, reinspucken und die Asche tropfen lassen. Ich finde, dieses Foto, ich glaube, das wird Karriere machen. Es gibt ja ein berühmtes Foto von Susanne Stanke, können wir das mal sehen? Ja. Haben wir das? Ein zweites Foto? Ja, wir finden das vielleicht. Nein, wir haben kein zweites Foto. Dann zeigen wir das nochmal. Eine tolle Haltung, nicht nur für den Hersteller von Lady P, sondern für alle Frauen, die sich überlegen, wie schaffe ich es in die Showbranche. Ja, wir haben heute Abend sensationelle Gäste, meine Damen und Herren. Unser erster Gast war Fußball-Weltmeister. Er war bei uns bereits zu Gast und er ist jetzt auch eigentlich Kollege, denn er ist Samstag bzw. freitags bei Ranissimo der Experte, der auch hier in Sat.1 kein Blatt vor den Mund nimmt, der immer seine Meinung sagt. Und wir wollen ihn heute fragen, wie sieht's aus? Wie groß sind unsere Chancen in den schweren, schweren, schweren EM-Qualifikationsspielen, die uns bevorstehen, gegen Nordirland und gegen Finnland? Zum Glück auf 2 Tage verteilt. Bei uns zu Gast heute Abend Paul Breitner. Ran am Freitag. Ran am Samstag. Ranissimo am Sonntag. Und der zweite Gast ist eine Frau, die einen sensationellen Erfolg gestartet hat beim ZDF. Und zwar hat sie dort eine Comedy-Show, die ihren Namen trägt, meine Damen und Herren, mit großartigen Einschaltquoten. Bei uns zu Gast April Heiner. Als hätten wir es. Als hätten wir es an dieser Stelle nicht schon immer geahnt, jetzt ist es offiziell, eine Umfrage der Zeitschrift Petra. Frauen sagen, jawohl, normalos. Normale Durchschnittsmänner sind die besseren Liebhaber. Sie geben sich mehr Mühe, sie sind aufmerksam. Klar, bei dem Aussehen muss man ein bisschen mehr ranklotzen. Ja. Und die Frauen empfinden es nicht als so stressig, weil diese Männer können sich besser gehen lassen. Sie können mehr emotional von sich geben. Liebe Petra-Leserinnen, tolle Sache. Normalo, ja, das, was gerade in dieser löchrigen Jogginghose neben euch auf der Couch sitzt. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, der normal durchschnittlich aussehende Mann macht einfach die schöneren Komplimente, oder? Das Bier ist super kühl, Mutti. Danke. Danke. Dann. Heute sah es so aus, als ob es endlich Frühling wird, auch hier in Köln. Angenehme Temperaturen, da denkt man schon mal dran, was trage ich als moderne junge Frau demnächst im Freibad oder am Baggersee oder am Meer? Bikini, ganz groß im Trend, aber eine Psychologin in Denver in Amerika hat herausgefunden, und auch das ist dringend notwendig gewesen, in dem Moment, wo Frauen den Bikini anziehen, werden sie, man kann nicht sagen dumm, aber nicht mehr ganz so clever, wie sie vorher waren. Ja, sagt diese Psychologin, nicht kratzen, waschen. Sagt diese Psychologin in Denver, die Frau, die den Bikini trägt, denkt nur noch, wie sehe ich aus? Sehe ich gut aus? Sitzt alles? Passt alles?
Ja? Es soll schon vorgekommen sein, ja? Dass bei Tragen des Bikinis oder des Badeanzugs der IQ so sinkt, dass bei Baywatch ein Ertrinkender gewinkt hat und Pam Anderson winkt zurück. Heißt es gewinkt oder gewunken? Gewunken. Es heißt gewunken? Ich sag den Witz nochmal. Es soll schon vorgekommen sein, dass bei Baywatch ein Ertrinkender gewunken hat und Pamela Anderson wunkte zurück. Wirklich, also manche Frauen hören so auf zu denken, ja, ab dem Moment, wo sie den Bikini tragen, dass sie sagen, stehe ich da im Bikini und dann sagen sie, wurde ich jetzt schon genagelt oder raucht der Typ so? Lassen Sie mich romantisch fortfahren. Poesiealben sind wieder im Kommen. Das ist was Schönes, oder? Poesiealben, man schreibt was rein, ja? Und Schreibwarenläden, in Frankfurt hat man das jetzt festgestellt, boomen richtig, man hat wieder verschiedene Sortimente, eine schöne Sache. Und man sagt auch, Poesiealben sind ganz wichtig psychologisch, um herauszufinden, wo stehe ich als junges Mädchen oder als junger Mann in der Klasse, in der Beliebtheit mit den Poesiealben. Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit erinnern. Ja, wie oft wirklich ist es passiert bei mir in der Schule, dass Mädchen gesagt haben zu mir, hey, Brillenschlange! Mach dir mal die Wurstfinger sauber und bring das Poesiealbum dem Günther darüber. Ja, ein Poesiealbum, das ist so ein Sammelbuch für Sprüche und Gedichte. Oder wie wir, die schon lange Stehpissoirs kennen, sagen, es ist ein bisschen Klotür zum Einheften. Wenn Weihnachten, Moment, Sie haben das Recht, Witze abzulehnen. Das habe ich doch schon oft gesagt. Ja, das habe ich doch schon oft gesagt. An Weihnachten habe ich für die Mädchen in der Klasse, die ich angebetet habe, und das war im Grunde jede, die zu kriegen war, eine Schneelandschaft ins Poesiealbum gezaubert. Und das sage ich mal für euch, ja, ihr lieben jungen, pubertierenden Herren, das geht ganz einfach. Ihr nehmt das Poesiealbum, klappt es auf, macht es ganz voll mit Brit oder mit Uhu, ja, und dann einfach die Schuppen drauf. Der beliebteste Spruch für Kids in diesen Tagen im Poesiealbum ist folgender: Wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen und die Mäuse Katzen fressen, dann habe ich zu viel Hasch gefressen. Und jetzt noch etwas Kommerzielles. Noch etwas Wichtiges, und zwar in Zukunft gibt es Geldautomaten, die erfordern keine Geheimzahl mehr, sondern sie erkennen an der Stimme, können sie das Geld ausgeben oder nicht. Ja, der sogenannte biometrische Personencontroller wurde auf der CeBIT in Hannover, wo sonst, vorgestellt, und er erkennt Bankkunden an der Stimme. Hallo. Dann kommt das Geld raus. Ja? Ein Automat, der Geld auswirft, wenn man ihn anspricht. Bisher hieß das Ehemann. Ja. Aber der Automat, dieser Automat ist so toll, ja, er ist so intelligent, wenn man ihn sächsisch anspricht, zieht das Geld ein. Und die Karte. Und ich möchte Ihnen etwas zeigen, meine Damen und Herren. Kommen Sie mal mit. Schauen Sie mal hier. Ja, oft und oft haben Sie sich gefragt, wie ist das eigentlich, dieser Weg zwischen da vorne und hier dem Schreibtisch? Nie gesehen. Ich finde, das sollten Sie mal zeigen, da haben Sie ein Recht drauf. Und ich habe Ihnen das auch gezeigt, weil ich jetzt zu einem sehr, sehr ernsten Thema komme. Und zwar Werbung. Sie wissen, wir hier in meiner Show, wir zeigen sehr viel Werbung. Wir zeigen bis zu 2 Spots.
pro Werbeblock, denn dafür bezahlt die Industrie, Gott sei Dank, bis zu 70 Mark pro Spot. Und davon leben wir. Und es hat mich oft und oft gestört, wenn ich bei Kollegen gehört habe, wie schlecht dort über die Werbung gesprochen wird. Wir nicht. Wir lieben die Werbung. Und ich habe einen Spot und wen ich darauf angesprochen habe, der war begeistert und sagt, ja, 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 das ist der beste Spot zurzeit im Werbefernsehen. Es ist der Spot mit Markus Wasmeier, ja, und seiner Mutter als Fruchtzwergemutter. Habe ich recht? Ja, Mama. Und dieser Spot ist so toll. Ich möchte ihn mal zeigen, weil ich finde, er kommt zu selten und er geht so schnell vorbei. Man sollte ihn sich mal in Ruhe anschauen, um die einzelnen Highlights sich genau anschauen zu können. Fruchtzwergemutter, Mutter Wasmeier. Es fängt ja schon so toll an, wie Wasi im Schneetreiben kommt. Ja? Und schauen Sie hier. Präsentiert Fruchtzwergemütter. Also, das ist schon ganz toll. Ja? Die Mutter von Markus Wasmeier eingeblendet. Sieht schon ein bisschen aus so wie Monet oder Manne. Nur dieses punktuelle. Eine ganz berühmte Filmmutter, wie früher auch die Mutter im Psycho und so. Es gibt ja ganz berühmte Filmmütter. Und jetzt pass ich auf, jetzt geht es weiter. Mutter, dass du auf meinen Champion aufpasst. Und so. Bitte, nichts zum Naschen. Immer genug Proteine, Vitamine und Kalzium. Haben Sie das gehört? Proteine, Vitamine und Kalzium. Und als ich das gehört habe, wusste ich auch, warum es Vitamine heißt, wenn man so fit ist hinterher. Vitamine, wollen Sie noch mal hören? Ja. Ich zeig's Ihnen noch mal. Achten auf die Geste. Schauen Sie. Die Geste ist echt geil. Fruchtzwergemütter. Also danke schön, Mutter, dass du auf meinen Champion aufpasst. So. Und bitte, nichts zum Naschen. Immer genug Proteine, Vitamine und Kalzium. Willst du mir vielleicht Ratschläge geben? Achtung. Hast du vergessen, du sprichst mit einer Fruchtzwergemutter. Ja, hallo. Ja, Respekt. Ja, sag einmal. Ja. Ja, ich sage mal, da muss ich aber sagen, Respekt, ja, Respekt. Hören wir es uns noch einmal an. Das kommt ja wie eine Eins in diese steilen Kurven zum Kühlschrank hin. Achtung. Gleich Ratschläge geben. Hast du vergessen, Achtung. Du sprichst mit einer Fruchtzwergemutter. Ja. Fruchtzwergemutter, stimmt, sehr haben wir genannt. Kinder brauchen eine Fruchtzwergemutter, Proteine, Vitamine und Kalzium für ein gesundes Wachstum. Wenn ich wieder zurück bin, bist du super Geste. Schauen Sie sich das hier an. Das haben Sie jetzt nicht gehört, weil ich so geklatscht habe. Ich zeige es Ihnen gerade noch einmal. Die Mutter Proteine, Vitamine und Kalzium für ein gesundes Wachstum. Ja. Wenn ich wieder zurück bin, bist du zwei Finger größer. Und das ist das Tolle. Bist du zwei Finger größer. Und das ist nicht nur tolle Werbung, es ist auch Schauspielkunst. Weil in dieser Art, wie Wasi sagt, bist du zwei Finger größer. Er sagt es nett, er sagt es super sympathisch. Aber es schwingt auch mit, wenn du es nicht isst, bist du ein Kopf kleiner. Ja? Ja. Halt mal hier. Jetzt schauen Sie mal auf. Jetzt horchen Sie erst einmal noch, was da drin sein muss. Vitamine und Proteine. Deswegen ist Brot so gesund, wegen den Proteinen. Achtung. Proteine, Vitamine und Kalzium für ein gesundes Wachstum. Wenn ich wieder zurück bin, bist du zwei Finger größer. Überlasst es mir, der Fruchtzwergemutter. Ja! Das war für mich noch besser, wie das erste Mal. Und es ist auch ein Triumph für die Frauenbewegung, muss man sagen. Nach 100 Jahren Emanzipation haben es Frauen geschafft, souverän zu sagen, ich bin die Fruchtzwergemutter. Das ist nicht mehr die Zeit, in der Frauen für dumm verkauft werden oder irgendwie in der Abhängigkeit des Mannes stehen. Nein, ich bin die Fruchtzwergemutter. Hallo Emma. So, jetzt passen Sie auf, gell? Noch einmal. Bist du zwei Finger größer. Überlasst es mir, der Fruchtzwergemutter. Fruchtzwergemütter? Fruchtzwergewachstum.
Große Sache. Dieser Spot lief auf RTL. Sie haben die Stimme gehört und alles. Kurz darauf lief derselbe Spot beim ZDF. Und helfen Sie mir, täusche ich mich Akustik oder hat sich da was getan? Schauen Sie. Derselbe Spot, Fruchtzwergemutter. Ja? Lone präsentiert Fruchtzwergemütter. Also danke schön, Mutter, dass du auf meinen Champion aufpasst. Ja. Und bitte, nichts zum Naschen. Nein. Immer genug Proteine, Vitamine und Kalzium. Willst du mir vielleicht Ratschläge geben? Hast du es vergessen? Du sprichst mit einer Fruchtzwergemutter. Fruchtzwergemutter. Ja, die Stimme klingt doch irgendwie, als hätte zwar jemand, der auch eine gute Stimme hat, aber vielleicht noch eine Fruchtzwergemutterhafte Stimme. Das nochmal drüber gesprochen. Und dann hat doch die Mutter von Basi erklärt, Proteine, Vitamine, Kalzium muss drin sein. Täusche ich mich? Hören Sie mal auf die Stimme, die das jetzt erklärt, im ZDF. Stimmt, so haben wir sie immer genannt. Kinder brauchen eine Fruchtzwergemutter. Proteine, B-Vitamine und Kalzium für ein gesundes Wachstum. Wenn ihr wieder zurück... War da wieder so ein gewissenloser Werbemanager, der gesagt hat, ich kann es nicht mehr hören, lass einen Mann sprechen. Ich will die Mutter von Markus Wasmeier für den ganzen Spott. Gell? Ein... Bist du zwei Finger größer? Überlass es nur mir, der Fruchtzwergemutter, gell? Fruchtzwergemütter? Fruchtzwergewachstum. Tolle Sache, oder? Fruchtzwergemutter. Hey Kids, ein Tipp für die Schule. Einfach egal, was euch der Lehrer fragt, antwortet doch einfach, ich bin die Fruchtzwergemutter. Bei der jungen Referendarin. Kurz vor der Lehrprobe. So. Übersetzen Sie bitte mal diesen Satz. Als Fruchtzwergemutter! Nun aber Schluss mit dem wissenschaftlichen Analytischen. Jetzt geht es weiter mit Nachrichten. Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zu den Nachrichten aus den neuen Ländern, wo immer Sie uns jetzt zugeschaltet haben. Nee, Ossi, in deinem Fall muss das heißen, wo immer Sie mich jetzt wegschalten. Oh, das ist doch Brigadeleiter hier, der hat heute wieder so einen Ton drauf. Ich geb dir gleich Ton drauf, du Arschgeige. Los, lies deine Nachrichten. Ja, das wollte ich ja sowieso gerade. Also, hier nun die Kurznachrichten. Unser erstes Thema, das Stimmungsbarometer im Osten. Ich war für Sie in den neuen Ländern unterwegs, um ein repräsentatives Meinungsbild zur aktuellen Lage einzufangen. Leider hat man mir dafür weder Kamera noch Mikrofon mitgegeben, sodass ich Ihnen das Ergebnis leider nur auf dieser Grafik zeigen kann. Ja, so sieht das aus. Naja, unser nächstes Thema, Sport. Am Wochenende fanden wieder die Ostmeisterschaften im Extremdoping statt. Bei den Frauen siegte sensationellerweise die als 15-jährige Mandy Halunke aus Frankreich in Thüringen. Herzlichen Glückwunsch. Dann willst du mich verarschen oder was? Die Alte war doch mindestens 22. Los, mach weiter. Ja, natürlich. Und zwar für alle ostdeutschen Mitbürger, die davon träumen, sich selbstständig zu machen, gibt es auch heute wieder wertvolle Ratschläge in unserer Rubrik Tipps für Existenzgründer. Das ist Silvio Dröge, Versicherungsvertreter aus grausigen Fund. Die fetten Jahre der Versicherungsbranche gehören in den neuen Ländern der Vergangenheit an. Längst hat jeder Ostdeutsche im Schnitt 4 Haftpflicht, 5,3 Hausrat und 7,8 Unfallversicherung. Silvio weiß, da wird der Markt eng. Neue Versicherungen mussten her. Und seit er die ausgetüftelt hat, geht's mit seiner Agentur wieder steil nach oben. Seine absoluten Hits? Die Versicherung gegen Strom und Telefon, gegen Vulkanausbruch, gegen Pest und Cholera, die Siebfrüchte kosten Rücktrittsversicherung, natürlich aber auch die Versicherung gegen Weltuntergang und vor allem gegen Westbesuch. Klasse, Silvio. Und weiterhin viel Erfolg. Unser zweites Beispiel. Das ist die 48-jährige Caroline Reiber aus Geiz. Vor 2 Monaten sah ihr Leben noch so aus. Sie musste mit 240 Mark Witwenrente über die Runden kommen. Ihre einzige Freude war ihr Hobby. Ab und zu mal ein Ministeck. Vor allem aber puzzeln und immer wieder puzzeln. Das war schon richtig wie eine Sucht. Manchmal habe ich 3 Tage nicht geschlafen und gegessen, bis es endlich fertig war. Dabei kam ihr auch ihre geradezu geniale Geschäftsidee. Na schön, dass wir. Ein Anruf bei der Gaukbehörde in Berlin reichte und die Sache war perfekt. Ja, ich glaube, die Jungs haben sich richtig gefreut, dass endlich einer anruft und ihnen guten Tag sagt. Frau Reiber hatte eine Marktlücke entdeckt und ihr eigenes Unternehmen gegründet. Seitdem läuft ihre Stasi-Aktenmontagefirma auf Hochtouren.
Einmal pro Woche bekommt Frau Reiber eine Lieferung von 6 Tonnen Feingeld für Stasi-Akten aus Berlin direkt in ihr Wohnzimmer geliefert. Mit enormem Geschick und unglaublicher Ausdauer fügt sie diese dann in mühsamer Kleinarbeit wieder zu vollständigen Akten zusammen. Die gehen dann bei der nächsten Lieferung wieder zurück nach Berlin. Pro Tonne erhält Frau Reiber von der Behörde 12,30 Mark West. Dadurch konnte sie ihr bisheriges Monatseinkommen nahezu verdoppeln. So, da kommt mit der Zeit ein hübsches Sümmchen zusammen. Von meinem ersten Geld habe ich mir diese Taucheruhr gekauft. Sie ist bis 30 Meter wasserdicht. Jetzt muss ich aber wieder ran. Richtig, Frau Reiber. Wir wollen Sie auch nicht länger aufhalten. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Geschäftsidee. So, und jetzt noch ein Tipp für alle Exil-Ossis, die in den Westen vertrieben worden sind. Chottos. Was? Das sind runde Knusperflocken. Und innen ist, wenn man reinbeißt... Gott, jetzt dreht er wieder total durch. Los, geh mit den Medikamente. Sofort. Und pass auf, dass er alles runterschluckt. Dann raus mit dem Penner. Feierabend. Meine erste Gastfrau, eine der profiliertesten deutschen Fußballprofis, Fußballweltmeister. Alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 48 Länderspiele und seit 1998 Kommentator bei RAN. Herzlich willkommen, Paul Breitner. Respekt und quasi die Ehre, oder? Respekt, Respekt. Respekt, klar. Respekt. Respekt und habe die Ehre. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Ich muss es erst mal erklären. Ich bin ja auch völlig durcheinander mit diesen ganzen RAN, RANissimo und so weiter. Sie sind bei RAN. Ja. Kommentator. RANissimo ist ja sonntags, da sind Sie nicht zu sehen. Nein. Ab und zu mal. Ab und zu mal. Aber der eigentliche Job, das ist freitags. Wir versuchen jetzt am Freitag diese RAN-Sendung ein bisschen anders zu gestalten. Also weg aus dem Studio, das haben wir am Samstag und am Sonntag. Ja. Und wir sind bei einem der beiden Freitagsspiele immer live mit dabei und machen von irgendeinem Stadion, wie jetzt in Dortmund oder in Leverkusen, diese Sendung. Also im Stadion? Im Stadion, ja. Jetzt ist natürlich für den Fußballfan das große Wochenende gegen Nordirland, ist das erste Spiel. Am Samstag und am nächsten Mittwoch gegen Finnland, EM-Qualifikation. Wir schaffen das, oder? Ja. Das glaube ich wirklich. Ernste Frage. Ja, natürlich. Richtige Frage. Ja, selbstverständlich. Na, ich habe heute gelesen, dass das soll 4 Punkte sind. Ja. Gegen Nordirland und gegen wen? Finnland. Finnland. Nicht einfach. 6 könnte man haben, aber 4. Respekt. Das hieße ja Respekt. Das hieße ja ein irgendwo, Sieg und irgendwo ein Unentschieden. Spielen Unentschieden. Ja. Vielleicht gegen die gefährlichen Finnen zu Hause. Könnte sein. Ja. Gut, das sind Angstgegner. Vielleicht kommen die mit den Langlaufschienen und vom Wasserlauf gerade zurück. Ja, es wäre auch möglich, dass nein, das sagt er nicht. Gegen Finnland darf man verlieren. Nein, das darf man nicht, oder? Nein, gegen es gibt. Nein. Das hat ja nichts mit Chauvinismus. Aber irgendwo darf man 2 Punkte liegen lassen. Ja. Es wäre, aber es gab mal eine Zeit für den deutschen Fußball, wo man gesagt hätte, 6 Pünktchen ist nicht arrogant, aber es ist halt so, ja? Gegen Finnland und gegen Nordirland. Also ich denke, das wäre eigentlich auch heute noch angebracht, dass man sagt, Leute, 6 Punkte, wir wollen ja nichts gegen die Nordiren sagen und nichts gegen die braven Finnen. Überhaupt nicht. Aber da fahren wir hin und gewinnen. aber wir fahren ja auch in die Türkei und wir fahren nach Moldawien und sagen, na ja, und wenn wir gerade nicht verlieren, dann ist ja auch schon was. Gut, europäisch gesehen ist es ja ein schöner Zug. Ja? Wunderbar, ja. Aber für uns als Fußballer, jetzt lese ich heute, selbstverständlich im Bild, wo sonst, wenn man sich da informieren will, Erich Ribbeck sagt, jetzt ist Schluss, ständig diese Besserwisser. Ich kann mir nicht vorstellen, wen er gemeint haben soll. Vielleicht den Günther Netz, aber den jetzt nicht mehr, weil der seit gestern im gleichen Boot hockt mit ihm. Richtig. Ja, ja, was ist das für eine Funktion jetzt? Genau. Wie heißt es? WM-Botschafter 2006. WM-Botschafter, das heißt, bringt die WM 2006 zu uns nach Deutschland? Kann man eine WM veranstalten, auch wenn man nicht teilnimmt eigentlich? Nein, man muss teilnehmen, man ist gezwungen. Ah, nee, man ist ja dann, glaube ich, automatisch qualifiziert. Ja, genauso wie der Weltmeister. Ja. Ja. Also ist das, wird zu viel Kritik geübt, soll man die Nationalmannschaft mal in Ruhe spielen lassen? Oder, ja, die können ja in Ruhe spielen, nur die sollen ja mal gut spielen wieder. Die sollen uns alle mal wieder Spaß machen und wenn ich der Besserwisser bin, dann, ich weiß nicht, wie viele Leute hier die letzten Länderspiele gesehen haben, dann seid ihr alle besser, wenn euch das nicht gefallen hat. Ja.
Also ist, am Anfang haben wir immer viel geguckt, dann ist der ein oder andere mal ein bisschen weggeswitcht. Ja, dann ist, ja, dann ist plötzlich immer eine Million weg, wo normalerweise eine Million in der Halbzeit dazukommt. Ja. Also ich würde es mal so sagen, der Erich Ribbeck versucht, clever zu sein, indem er das nicht macht, was der Berti macht, nämlich sich mit der Presse anzulegen. Ja. Und so duldet er das, dass die schreiben, dass das Grottenspiele waren gegen Holland, die erste Halbzeit vor allen Dingen, gegen die USA, gegen die Türkei, in Moldawien, gegen Kolumbien. Das duldet er alles. Ja. Sondern er sagt nur, nein, aber da ist ja noch einer da, der in dem Fall der Paul Breitner, vorher war es eben noch der Günter Netz oder noch vielleicht einer oder andere, der sagt das auch und das ist eine riesen Unverschämtheit. Ja. Ein bisschen einfach. Ja, also es wäre alles, man würde ja sagen, wir wollen ja gar nicht nörgeln, wir wollen ja einfach nur schön spielen, wenn das auch nein, möglich ist, aber gewinnen. Es geht effektiv nicht mehr ums Nörgeln. Nur es geht einigen anscheinend um persönliche Eitelkeiten. Ja. Die glauben, es geht um den Herrn Ribbeck, um den Herrn Stielicke, ob das Sakko klein oder groß kariert ist. Es geht um einen Herrn Babbel, es geht um einen Herrn Weißer Teufel, es geht nicht um einen Herrn Netzer, es geht nicht um einen Herrn Braun, nicht um einen Herrn Breitner, sondern es geht uns allen darum, dass wir jetzt seit vielen Jahren eigentlich schon in der Serie immer Spiele sind, die wir eigentlich nicht sehen wollen. Und dann kommt wieder Besseres dazu. Und wir werden jetzt auch gegen Nordirland und gegen Finnland sicherlich mal auch wieder besseres Spiel sehen. Aber das ändert alles nicht daran, dass wir einfach nicht mehr up-to-date sind. Dass wir einfach nicht mehr in der Spitze des Weltfußballs mitspielen und mithalten können. Und wenn wir uns hinstellen und sagen, das geht nicht mehr, weil, dann ist es doch keine Besserwisserei, sondern dann versuchen wir ja auch Gegenvorschläge zu machen. Und wenn wir sagen, Herrschaften, diese Spiele in den USA, das ist eine logische Folge der Entwicklung aus den letzten Monaten und Jahren. Ja. Und man müsste das vielleicht anders machen oder man könnte es anders machen. Wir müssen umdenken in dem Bereich, in dem es wichtig ist, wo ist jetzt da die Besserwisserei? Es will ja niemand dem Herrn Ribbeck oder egal wem was wegnehmen, sondern wir wollen einfach mal wieder in der Halbzeit die zweite Halbzeit auch sehen und auch an dieser zweiten Halbzeit Spaß machen. Mehr wollen wir doch gar nicht. Nein, absolut. Jetzt neue Idee, radikal, aber könnte funktionieren. Ganz radikale Idee. Doch, radikale Idee. Zwei Halbzeiten Spaß, oder? Nein, ja, da, nee, aber ich meine auch jetzt seitens des DFB, radikale, ziemlich viele Spieler vom FC Bayern jetzt drin. Mhm. Könnte riskant sein, weil FC Bayern tut sich momentan ein bisschen schwer. Champions League, Halbfinale, Meisterschaft, 140 Punkte Vorsprung, DFB, Endspiel erreicht. Also die brauchen noch mal echte Aufgabe. Ja, die sind noch nicht über den Berg. Ja? Jetzt, Carsten Janka. Ja, ja. Schießt der uns zum Sieg? Das müsste doch eigentlich. Ich meine, wenn man die, sieht, ja, wie es bei den Bayern im Verein läuft. Wenn nicht der, dann ein anderer. Es sind ja genügend dabei. Ich habe jetzt einen Mann, von dem ich nicht wusste, dass er noch aktiv am Geschehen teilnimmt. Jupp Derwall. ja, wir erinnern uns. Großartiger Mann, guter Mann. Stand auch unter Beschuss. Sie haben auch mal was Negatives, glaube ich, immer gesagt. Einmal kurz. Ganz früher. Das war auch die Zeit, in der viele Bayern in der Nationalmannschaft waren. Jupp Derwall hat heute auch im Bild eine Idee, auf die man auch nicht auf Anhieb kommt und sagt, Oli Kahn ist der falsche Mann. Ja, weil er Probleme hat, den Ball hinten rauszuschlagen. Ja. Sagt er. Ja, sagen wir, Oli Kahn hat 20 Spiele zu null gemacht beim FC Bayern. Ist natürlich ein Grund, ihn mal rauszunehmen aus der Nationalmannschaft, oder? Aus Jupp Derwall. Wir sollten es ein bisschen abwechslungsreicher machen. Ja, ja. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Also ich habe versucht, mir heute früh beim Frühstück Gedanken zu machen. Ich weiß auch nicht. Ich habe nachgedacht, bin extra mit der Lufthansa-Maschine, damit wir wieder ein bisschen Verspätung kriegen, noch ein paar extra Runden geflogen. Ja. Mir ist trotzdem mit eingefallen. Vielleicht die schöne alte These, das ist ein bisschen so wie früher Fußball gespielt, wegschlagen und gucken, wer den Ball kriegt. Also einfach mal was sagen und gucken, was so passiert. Also er hat lange nichts mehr gesagt. Wir spielen ja nach wie vor mit Libero, jetzt durch die Rückkehr von Lothar Matthäus. Mhm. Ja. Mhm. Was ist bitte genau der Unterschied zwischen Libero und Viererkette, bei der es ja kein Libero gibt, wenn ich das richtig verstanden habe? Ja? Ist es so? Nein, es gibt vier Abwehrspieler, einen rechts, einen links und zwei in der Mitte. Ja. Mhm. Die abwechselnd. Ja, die. Das würde aber einen Matthäus im Video stehen überflüssig machen? Nein. Nein, das würde einen Lothar Matthäus überhaupt nicht überflüssig machen, weil er einer von den beiden in der Mitte sein könnte. Unser Problem ist nur im deutschen Fußball, dass wir nach wie vor mit zwei Manndeckern spielen, ja, mit zwei möglichst konsequent zur Sache gehenden
Leuten, die 90 Minuten mit ihrem Stürmer egal wohin marschieren. Ja. Und das machen aber nur noch wir. Ist das veraltet? Das hat der Franz 1985 eingeführt. Das kann nicht falsch sein, wenn es der Franz eingeführt hat. Es war auch bis 1990 richtig. Ja. Ja. Aber dann haben wir uns leider ein bisschen in eine falsche Richtung damit bewegt. Denn andere Leute haben sich gedacht, hoppla, wir müssen irgendwie ein bisschen umdenken, wir müssen das Spiel variabler machen. Ja. Aber das ist nicht unser Problem, ob wir jetzt da mit einem Libero spielen oder mit zwei Mann. Unser Problem ist, dass wir nach wie vor nur Mann gegen Mann spielen. Typisch deutsch, Mann gegen Mann. Ja. Einer geht raus und der Trainer sagt noch, und dein Gegenspiel ist die Nummer 7. Ja. Zum anderen sagt er, Nummer 3 ist deiner, die Nummer 4. Ja. Jetzt geht der raus und schaut 90 Minuten, wo ist mein Siebener, wo ist mein Vierer, wo ist mein Dreier? Und kümmert sich eigentlich gar nicht darum, dass er vielleicht etwas Kreatives zum Spiel beitragen könnte. Übrigens auch der Unterschied zwischen dem FC Bayern im letzten Jahr und heuer. Letztes Jahr sind die rausgegangen, unter Trapattoni noch, um ja nicht zu verlieren. Jeder musste eine bestimmte Aufgabe erfüllen, ob er wollte oder nicht. Und die hieß zuerst schauen, dass der Gegner kein Tor macht. Ja. Nur nicht verlieren. Die gleiche Mannschaft mit kaum Veränderungen, auch der Effenberg wird ja ab und zu mal wegrotiert. Die gleiche Mannschaft geht heute raus, um zu gewinnen. Und jeder, der den Ball hat, hat nicht im Hinterkopf, hoppla, ich muss erst einmal schauen, wo ist der Dreier, der Vierer, der Siebener, sondern jeder darf sich frei entwickeln. Ja. Jeder darf Ideen entwickeln, jeder darf nach vorne spielen. Auch die Bubbles und ähnliche, die eigentlich bis jetzt nur gezüchtet wurden, um Mann zu decken, die dürfen jetzt kreativ werden. Aber der Bubble ist ein guter. Seit er auch weiß, was er eigentlich kann. Ja? Und nach vorne. Es gibt ja Vereine, seit er entdecken durfte, wie gut er eigentlich ist. Ja, ja, also das heißt, es passiert im Kopf, eine Mentalitätsfrage, rausgehen und sagen, wir wollen gewinnen und wir wollen kreativ spielen. Unsere Spieler können das, ja? Sind auch konditionell in der Lage. Ich meine, wenn man Ajax Amsterdam und die holländische Nationalmannschaft sieht, die müssen natürlich sehr viel mehr laufen, weil es ist ja sozusagen immer dieses, was auch Berti Fuchs gesagt hat, personelle Überzahl in Ballnähe. Genau. Ja. Wenn man so spielt wie die Holländer, wie die Franzosen, muss man mehr laufen. Ja. Weil die ganze Mannschaft in einer Bewegung ist. Oft in einer Kreisbewegung ist. Einer, der auf der rechten Seite spielt, ist plötzlich links und der andere muss seinen Raum mit übernehmen. Und dann kommt er irgendwann mal wieder zurück, übernimmt auf dem Heimweg einfach irgendwie was anderes. Man muss mehr laufen. Aber das ist ja nicht unser Problem. Wenn wir was können, dann ist laufen. Das ist doch mal ein Schlusswort. Ja, bei uns laufen ja schon die Kleinen. Also ja, also ich bin optimistisch. Wir holen vier Punkte mindestens. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir in regelmäßigen Abständen auf Sie zurückgreifen. Wir sagen, wir sind wieder überfordert. Wir verstehen Jupp Derweil nicht. Paul Breitner, bitte kommen Sie, helfen Sie uns. Ja, ja? Okay, gerne. Ja. Mein nächster Gast war 5 Jahre lang bei der RTL-Show Wie bitte im Ensemble. Und seit April schalten bis zu 7 Millionen Zuschauer ein, wenn im ZDF ihre Comedy-Personality-Show zu sehen ist. Herzlich willkommen, April Heiler! Du hörst es auch live. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann dir nur gratulieren, das ist ein großer Erfolg, Punkt, Feierabend. Ja? Es ist schön, ja, sehr. Es ist ein riesengroßer Erfolg, das ZDF ist schlau genug, das langfristig mit dir weiterzumachen. Wir dürfen weitermachen, wir sind schon dabei, die dritte Staffel zu planen, vorzubereiten. Du bist auch selber als Autorin mit dabei, was die Sketche angeht. Ja, also ich schreibe keine Szenen, aber ich bin natürlich beteiligt, also muss auch beteiligt sein als Ideengeber, als Figurenkreierende. Wie läuft sowas? Ist man den ganzen Tag unter Strom und sagt, das könnte ich verwerten, das könnte ich verwerten, so könnte ich sprechen wie die? Also neben dem, was im Unterbewusstsein schlummert, also nicht nur in meinem, sondern auch in dem der Autorin, wir haben natürlich auch Autoren, laufe ich schon mit offenen Augen durch die Gegend und werde inspiriert durch Sachen, die mir so im Alltag passieren. Ja. Zum Beispiel in Köln bin ich in der Mittelstraße in der Boutique und gehe da runter und da unten ist in der Umkleidekabine eine Düsseldorferin. Es stellt sich im Nachhinein raus, dass es eine ist. Ende 50, lichtperlblond, enger Lederrock, Louis Vuitton-Täschchen und so weiter. Und die hat was Blaues an und die kommt dann raus und schaut zu uns, fragt dann, finden Sie, dass mir das steht? Und so die Verkäuferin sagt, ja, aber ich wollte Ihnen nur sagen, also dieses Frühjahr ist rot und habe mich im Kommen. Und sie, völlig entgeistert, wie rot im Kommen.
Was müssen Sie mir doch sagen? Völlig. Jetzt kaufe ich was Blaues oder so. Okay. Ja. Und sowas fließt natürlich dann sicher, das erzähle ich dann vor den Jungs, und sowas fließt sicher in die Show dann ein. Nicht in der Form, aber in der Innenform. Also das ist mit Sicherheit auch eines der Geheimnisse des Erfolgs, dass man sagt, man kennt das irgendwo, man hat es in ähnlicher Form selber schon mal gesehen, aber du kannst es halt komödiantisch überhöht umsetzen. Mhm. Ja? Ich möchte mal einen Ausschnitt zeigen, damit man das mal sieht. Thema Handy. Kennt jeder, wie das bei April Heiler aussieht? Bitte. Suchen, der François noch einen Chablis spendiert hatte. Da habe ich zu Robert gesagt, dass es da auch noch was anderes gibt als ewig die gleiche Stellung. Und er meinte... Entschuldige. Oh, mein Mann ruft immer im falschen Moment an. Nein, Gerhard, ach, jetzt nicht. Wo warst du gerade? Ich habe ihm gesagt, dass ich mal ein bisschen Abwechslung in unserem Sexleben brauche. Oh, was ist denn mit dir los? Und dann hat er mir ein wunderbares Geschenk gemacht. Oh, doch nicht so chinesische Liebeskugeln. Nein, ein Handy. Und jetzt ruft er ständig an. Jetzt auch wieder. Das klingelt ja gar nicht. Nein, das hat ja auch Vibrationsalarm. Oh, toll. Mir fällt gerade noch so eine süße Geschichte an. Apropos Telefon. Also ich habe vor einiger Zeit in München angerufen, um mir eine Wohnung anzugucken. Ja. Und die Münchnerin am Telefon sagt, guten Tag, wo ist denn die, also ist denn die, können Sie mir ein bisschen was erzählen über die Wohnung? Dann sagt sie, ja, das ist ja der Wahnsinn, gell? Das ist ja super süßes, gell? Und die ist ja riesig, gell? Die Schlafnische ist ja halber das Zimmer, die Küchenzeile ist riesig, ich war gerade dort, gell? Dann frage ich, ist die Wohnung denn ruhig? Ihr Mai, die liegt an der Balanstraße, Ecke Kajetan, gell? Und wenn es unter der S-Bahn durchgehen, sonst ja Schönheithausen. Ja, ist sie denn ruhig? Ihr München Normalverkehr. Also der Balkon liegt auf die Straße raus. Ja, wissen, sonst hätten sie doch gar keine Sonne. Also solche Sachen, die kann man fast eins zu eins übernehmen. Das ist Du hast es hier gemerkt, das Publikum freut sich wirklich, wenn du kommst. Ja, du bist jemand, der von der Bühne herkommt. Bist jetzt auch auf Tournee, allerdings als Sängerin mit einer großen Big Band? Ich bin nicht auf Tournee, aber ich habe etwas, ich nenne das so meine Stand-by-Programme so ein bisschen. Das eine ist ein Chansonprogramm mit einem Pianisten. Und das andere ist ein Programm mit einer Big Band, mit der All-Swing Big Band in Augsburg. Und da haben wir so ein richtig schönes 30er, 40er Jahre Swing-Programm. Count Basie, Duke Ellington, auch Arrangements der Bandmitglieder, die dann etwas progressiver sind. Und wir waren letztes Jahr in der Augsburger Kongresshalle und die war voll und das war toll. In Augsburg? In Augsburg. Die ganze Halle, ja. Das heißt also, jetzt diese eigene Sache, Thema RTL und so weiter, das ist für dich abgeschlossen? Thema RTL? Ja. Warte mal, bevor ich das vergesse. Warte mal. Also es geht ja am Samstag nicht nur die Sommerzeit zu Ende, sondern auch noch was ganz anderes. Ja, wie bitte? Ja, genau. Eine Sendung, die mich eigentlich doch über Jahre in meinem Leben begleitet hat und die jetzt am Samstagabend um 1.15 Uhr, und es ist nicht Sommerzeit, in Orkus runtergeht. Um 1.15 Uhr die letzte Folge? Max, Thomas Lutz, hättet ihr das jemals gedacht, dass es so zu Ende geht? Guck mal, Thomas Hackenberg ist sogar hier. Ist er da? Ja, hier, 3, 2. Ja. Ich meine, ein Gutes hat es vielleicht, dass die Leute mich jetzt nach 2 Jahren, ich bin ja schon seit 2 Jahren von Wie bitte weg, nicht mehr darauf ansprechen, warum ich bei Wie bitte weg bin. Warum bist du eigentlich bei Wie bitte weg? Harald. Aber man ist doch sentimental, oder? Ich meine, die Sendung war ja eigentlich für dich eine große Gelegenheit, ne? Oder? Ja, klar. Ich bin dadurch wirklich kontinuierlich im Fernsehen präsent gewesen. Und jetzt? Deswegen habe ich auch ein Lichtlein angezündet. Unglaublich weg. Ich bin so froh, dass ich nicht bei den Privaten bin. Wirklich, das soll es ja zugehen, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich kenne das. Am Sonntag können wir dich im ZDF wiedersehen, 21.45 Uhr. Mhm. Ja, das ist jetzt noch die aktuelle Staffel. Ja. Ja, und dann macht ihr weiter. Dann machen wir weiter, müsst ihr erstmal produzieren und das kommt wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Also ich freue mich wirklich sehr, dass das bei dir so toll eingeschlagen ist, weil es ist ja immer auch ein bisschen Risiko dabei, aber von Anfang an wirklich nichts als ein großer Erfolg. Wenn du das so sagst. Nein, hundertprozentig, sagen die Zuschauer. April, ich alles Gute. Dir. Ja, du April auch. Heiler, meine Damen und Herren, Sonntag, 21.45 Uhr, ZDF. Dankeschön.